Also die Schlägerei vorhin, die hätten sie sehen müssen. Also die Hälfte der Gerichte aus dem Chat würde ich auch instant essen. Ja. Moment mal. Wie dürfen wir das jetzt verstehen an der Stelle, das lieber Mike? Das sind auch Sachen bei, die ich nicht essen möchte. Ah, okay. Also ich würde als allererstes würde ich den Bodjani fressen, weißt du? Also richtig schön. Jeden Knochen will ich abnagen. Nein, ich bin Mach kein, ich bin kein Date Kannibal. Mit Keto aus, dann können wir mal in Ruhe bauen. Warte mal, ich bin gerade noch dabei, irgendwie die Bilanz. Hast du schon wieder ein Schiff gekauft? Aber lass mal erstmal ein bisschen Geld sparen, bitte. Ich habe kein Schiff gekauft. Ach so, gut. Weil du ein Date mit Keto ausmachen wolltest. Nein, ich meine, Morph soll die mal ablenken gehen beim Essen oder so. Ich soll die mal ablenken gehen, ja genau, ich springe einfach vor die Linse. Ey, Bitchy, hier bin ich. Nee, du lädst dir auf ein schönes Essen ein. So, unser Flughafen existiert nun. Flughafen essen? Ja. Was können wir da eigentlich machen beim Flughafen? Ach, wie geil. Wo ist denn der? Ja, uns fehlt noch ein Kombo. Ich bin gerade ihn am Drehen. Ach so, er existiert gedreht. Ja, ich will ihn. Ich hab die harte Arbeit wir macht dir nichts. In der Stadt weil mir sonst Flughafen rund um so ein Loch geht. In unserer Stadt. Da muss man was gestanden Erhalte haben. Erhalte Informationen über Kriegsausbruch zwischen Nachbarn. Ach, die haben dich wieder in den Haaren. Ach Leute, mein YouTube-Kanal wurde in der Zwischenzeit übrigens schon gelöscht, ja. Das hat mein Geheimdienst für mich erledigt. Oh, wir haben nur noch 7 Tonnen Werkzeug. Ist nicht meine Schuld, ich war's nicht. Wie wär's denn, wenn wir mal Werkzeug schnell eben... Können wir nicht nochmal ein U-Boot irgendwo herholen? Kommunikation? Ja, doch schon, aber... 2 kann man nicht einfach so irgendwo herzaubern. Kann ich das gerade mal klauen? Bei wem willst du denn das klauen? Achso, Philipp, ja. Aber du bist da am Rumfahren. Ich fahr mal ganz ja, kurz... Ja, dann lass mal was bauen. Mate-Tee, das ist... Mate ist da irgend so eine Pflanze. Club Mate. Mate-Tee, da bist du wach von. Okay. Also wenn Mate-Tee ordentlich gebrüht ist, ist der besser als jeder schwarzer Kaffee oder schwarzer Tee. Ich hab jetzt mal so ein Ding gebaut, ne? Aber niemals besser wie ein Ovo-Drink. Noch können wir abbrechen. Ich weiß noch gar nicht, was du gebaut hast. Einen Chopper. Könnt ihr mal wieder... Ich werde mal ganz kurz... So, ja, es tut mir sehr leid. Wir haben Benzin dafür, ne? Ich will mal ganz kurz nur... Das dauert nur eine Sekunde, ehrlich, weil es stört mich schon seit Beginn des Streams eigentlich. Ich wollte es eigentlich danach machen, aber jetzt... Du hast Hunger. Ich kann... Nee. Irgendwie, es erinnert mich die ganze Zeit daran, dass ich irgendwo hier dieses verdammte NTE Leasing dermaßen hoch eingestellt haben muss. Wo ist denn das überhaupt? Irgendwo hier gibt es sowas. Oder auch nicht. Ja, wo kriegen wir denn hier Kerosin her? Können wir da irgendwie mit dem U-Boot... Ich gehe einkaufen. Sehr geil. Sehr. Also für selber herstellen habe ich gerade keine Lust drauf, weil das auch extrem teuer ist. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Jetzt geht's um Grünstaub. Leute, wenn da auch nur ein Spoiler kommt, ne? Ah, ja genau. Chat nochmal eben. Hat er auch Luftabwehr auf diesem Schiff? Ja, 100%. Ja. Der hat für alles. Vor allem er. Sie. Es. Wieso kann die nicht ein... Achso. Und die kleinen Schiffe haben die Luftabwehr? Nee. Die glaube ich. Das heißt. Oder? Doch. Doch, die haben alles. Ja. Schade, weil sonst hätten wir ja die ohne Probleme einfach mal ein bisschen Flugzeug über unseren Willkommen Flughafen. Ja, aber das ist ja zu easy gewesen. Kontor. Ja, aber zuerst mal müssen wir. Ja, was machen halt. Wir denn mit dem Ding, wenn wir es jetzt tanken? Sie können jederzeit mehr. Das Eisending ist fertig. Wir müssen daher. Wir müssen Öl holen. Oh. Wir brauchen wieder Öl. Ja, wir brauchen Geld, mein Freund. Ja, das auch. Oh. Ah, was hast du mit den Steuern gemacht? Die waren noch nie so weit. Nein. Aber wir sind gleich auch bei bleib. Mir fahrt gerade das Schiff durch die Insel durch. Durch? Ja, wir müssen mal schauen, dass wir jetzt ein bisschen sparen.
Ja, aber Fahrzeug wir machen 200 plus. Warum verlieren wir Geld? Weil wir durch den Einkauf... Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Yay, wie cool. Ihr habt auch einen Flieger? Ja. Wollen wir sie gemeinsam gegen sie starten? Nee, mit einem Flieger will, aber ich will jetzt gerne wissen, wie das geht mit diesen Beladen. Wir haben dann zwei. Ja. Ich kauf mal 11 Tonnen ein für 3000. Also, bei einem ganz normalen Ding jetzt nicht, ich land da mal. Vielleicht geht's dann. Auf dunkle Schwester, ich vertraue dir. Aber allen anderen vertraue ich hier nicht, die irgendwie über Shivering Isles informiert sind. Insbesondere alle. Tennessee, aka okay. Bodjani. Tut mir leid. Der hat jetzt viel zu viel vom Essen vorgeredet, oder? Ja. Wir holen uns noch was Geld, ne? Wir haben Minus. Ja, lass mich mal. Lass mich einfach machen. Die Frage ist, wie holen wir nochmal ein bisschen Geld rein? Das ist der richtige Weg. Ich habe das gerade mal angestoßen. Womit? Warum haben wir 3 Sterne bei Keto? Weil du willst 20.000. Wir haben 200, können wir dir geben. Das hättest du dir wir haben nicht mehr Geld für ein Konto. Alarm, Feuerausbruch. Nein! Hubba. Das erste Mal, dass seit Monaten, dass ich draußen einen Einsatzwagen gerade höre. Verdammt, eine Feuerwehr kostet 300. Wir können für 120 Minuten erkaufen, dass sie uns nicht angreift. Ja. Ich kann das Schiff nicht, also das Flugzeug nicht beladen. Warte, aber das ich muss mich ganz können kurz wir uns kümmern. Nicht leisten, Philipp. Doch, beides. Lagerkapazität hat sowieso keins der Flugzeuge. Gut, 30 Minuten, obwohl dann lass uns dann aber auch in der Zeit gucken, dass wir die Produktion unten wieder hochfahren. Das ja, das Ding ist, wir haben hier Bevölkerungsschutz und wir haben Schifffahrtsabkommen. Das eine ist, dass sie unsere Schiffe nicht angreift und das andere ist, dass sie unsere Kontoren nicht angreift. Aber sie greift den Rest dann trotzdem an. In einer bescheidenen Hütte? Garantiert, aber unsere, wenn würde ich Landschutz nehmen, weil sie unseren Dings ja nicht angreift. Unser U-Boot. Genau. Ja, da ist was dran. Und dann können wir eine U-Boot-Flotte bauen. Ja, aber die Flotte, diese die ist Schiffe sind das Herzstück. Junge, kann ich nicht kurz über 400 drüber gehen? Jungs, was also, ist, was? Brauchst du Geld? Ja. Okay. Ja gut, warte, kann ich schnell noch ein paar Sachen bauen? Ein, toll. Also wenn wir das jetzt, kaufen, dann sollten wir uns auch vorher schon sicher sein, was wir damit machen. Ja, müssen wir gut vorbereiten. Ja, aber wir könnten uns jetzt Frieden kaufen. Ja, dann könnten wir hier unsere Sushi-Produktion anregen und gucken, dass wir selbstständig Treibstoff, also Öl herstellen und gucken, ob wir die Unterwasserfuzis so weit hochkriegen. Alter, die jetzt so viele Schiffe, das ist unmöglich. Ach. Also wenn wir uns diesen Frieden erkaufen, dann müssen wir in der Zeit eigentlich auch alles gut bei dir werden, ne? Ja. Am Ende heißt es, du, Kapitulation reicht nicht. Deswegen würde ich eine Stunde Auftraggeber will dich tot sehen. Und am Ende heißt jetzt erstmal gucken, dass wir das alles ordentlich vorbereiten. Wenn wir das Geld hätten, könnten wir einen zweiten Chopper machen. Einen zweiten was? Chopper. Was? Flugzeug. Ach so. Er verzichtet, aber hier anscheinend hat es mit Tektor funktioniert, weil er auf die Kriegsverklärung verzichtet. Möchte die Füße hochlegen. Mr. Lol Plays? Oh Gott, das ist schon wieder Werbung, warte. So. Mr. Low Place, brauchst du noch Geld? Wieso fragst du? Ja, damit ich die Häuser weiter ausbauen kann.
Hans, diese Special-Folge hier wird auch wieder 600 Stunden lang. Was? Hans fragt, wie lang die Folge überhaupt ist. Ja, die Folge geht 2 Stunden knallhart. Nein, wird geschnippelt am Ende. Brauchst du jetzt noch Knete? Also wir ja. Nee, läuft so, nicht. Wir nicht. Ja, wir haben nur 10.000, fähr damit. Ich hätte auch gern 10.000. Wir haben nicht mal 1.000, wir haben genau 560. Wir sind reich. Seid ihr noch im Plus? Ja, jetzt gerade schon. 212. Klappt das bei euch jetzt mit dem Flugzeug, oder? Philipp, wir haben Kerosin. Du kannst das Nein, ich meine hier mit dem Öltransport hier mit dem Flugzeug. Klappt das? Naja, sicher nicht von der Bohrinsel aus. Ich hab gerade ein leckeres Brot bekommen. Ja, ihr habt ja ein Tiefseekontor. Wir gleich auch, Philipp. Wo man ja auch mit dem Schiff anlegen kann. Den lässt er ja anscheinend in Ruhe. Deswegen ist die Frage, ob euer Flugzeug auch zum Tiefseekontor beladen kann. Ich kann es ja mal ausprobieren. Ah, hier ist gerade ein Schiff von War. Ich flatter gerade mal rüber zur Bohrinsel, aber ich bin mir relativ sicher, dass es nicht funktionieren wird. Das funktioniert nicht. Hab ich ausprobiert. Ach so. So. Flatter, flatter ist da. Ich kann aber nichts machen am Kontor. Rückkehrbefehl. Ah, hier ist die... Ach, das ist die Tankanzeige. 9 Tonnen Kerosin einfach. Also, die sind echt nur zum Angreifen gut, oder? Ja. Ja, offensichtlich. Warte, Live. Stealth Detector. Oh, scheiße. Nein! Was ist los? Alter, der hat Verfolgungsraketen! Die Olle, ey! Ist euer Dings kaputt, oder? Nee. Also ich könnte jetzt angreifen, aber die hat so fucking Verfolgungsraketen. Diese kleinen Schiffe? Mhm. Ja, von der Keto. Da hörst du mal auf, ins Mikro zu schmatzen? Entschuldigung, ich esse da. ich glaube, ich werde noch wahnsinnig hier. Also heute werde ich. Warte, ich müde mich dann, weil ich bin gerade essen. Ich werde heute sterben. Darfst du, wir werden alle irgendwann sterben. Du bist nicht alleine. Da gibt es ein sehr schönes Lied von Jörg. Mann, ich hab den Namen vergessen. Konkator, oder? Ich glaube ja. Ich müsste es nachschauen. Sag mal, Niklas, irgendwie läuft gerade irgendwas komisch bei dir, sag mal. Knorkator, wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Haltet euch bereit. Die Zeichen sind eindeutig. Bald ist es soweit. Vielleicht schon heute Abend, vielleicht in einem Jahr. Doch alle werden sterben. Traurig, aber geil! Ja. Philipp, wieso hast du die beiden Förster eingeschläfert? Aber den Teil, der die Bäume nachpflanzt, nicht. Das weiß ich nicht. Die Förster eingeschläfert. Die liegen in der Kühlkammer. Wir haben ja ein paar Forscher da, die können jetzt schon wieder weg. Ja, wollen wir diesen Sprengsatz erforschen, Philipp? Nee, wenn ihr sagt, er bringt's nicht, dann nicht. Achtung, also, Produktionsstillstand. Was? Ich interessiere mich ein Piep für den Chat? Sag mal, Kollege, ich nagel dich gleich bei mir hinter mir an die Wand. Das ist übrigens ein Vorhang. So, wenn alles ausgebaut ist... Alter, was ist mit der Bilanz passiert? Never! Die kann doch nicht auf einmal so niedrig sein.
Hä? Unsere geht auch runter und wir haben auch nur noch 7000 Geld. Ja, aber warte mal, da stimmt was nicht. Die wird immer schlimmer. Ah, Sebastian, wir haben ganz viel Fisch, also hier so die Basic-Sachen. Wollen wir nicht einfach ganz viele Häuser bauen, die sich nicht ausbauen? Ja, können wir gerne machen. Dann kriegen wir wenigstens mal Kohle. Ich probiere jetzt auch noch mal ein bisschen zeitlich noch mal Sushi reinzugeben, damit dass wir... Jetzt krieg ich wieder Hunger. Selber schuld, wenn du kein Essen vorher organisierst. Aber es kann doch nicht sein, die Bilanz wird permanent schlechter. Es muss doch irgendwas da sein, was die Bilanz runterzieht. Ich glaube, die Tycoon-Arbeiter bringen weniger Geld. Nein. Die Angestellten. Meinst du? Hab jetzt einen Schreibtisch am Fenster. Genau. Endlich Tageslicht beim Arbeiten. Schaut auf jeden Fall wenn so die aus. Unzufrieden sind, ja. Die sind unzufrieden. Ja, Fertiggerichte wären praktisch. Sag mal, wir können doch eigentlich einkaufen. Nee, können wir nicht. Aber wenn ich jetzt... Ich baue jetzt mal noch ein Haus aus. Das ist die Frage, können wir die auch wieder zurückbauen? Nee, tatsächlich, es bringt eigentlich eher negativ. Das ist schlecht. Von wem? Das frage ich mich gerade auch. Da, du hast die hinterste Reihe, ich mach's. Ich werde euch alle an die Wand nageln. Alle. Das Problem ist, ich kann keinen Weg bauen. Wo sind das hier hinten eigentlich? Ach, hier sind die Texte. Wissenschaftliche Ergebnisse kann man nicht einfach herbeizaubern. Ich kann aber auch keinen Weg bauen. Aber ich bemühe mich weiter. Weißt du, bei mir kommt gerade die ganze Zeit nur so nicht genügend Credits, nicht genügend Credits, nicht genügend Credits. Dann sollten wir aber auch noch setzen, dass sie einziehen. Warte mal. Ich baue jetzt einfach der Vollständigkeit halber nochmal die letzten drei Häuser hier aus. So, da steuern wieder hoch. Ich glaube, das ist echt kontraproduktiv. Oder nee, jetzt wird's besser. The fuck. Ich blick's nicht. Vielleicht zahlen sie weniger, wenn du gerade erst aufgestiegen bist, ja. Ja, weil sie einziehen müssen oder so irgendwie. Mal schauen, ob wir das jemals schaffen. Du musst die Arbeiter einziehen lassen. Wir sollen mit per Handel 10.000 verdienen. Was? Ich will nicht alle nageln. Ich hab gesagt, ich werde euch an die Wand nageln. Den anderen Job. Das, nee. Pedoblick, Alter. Wenn du so die ganze Zeit auf den Chat eingehst, müsstest du den eigentlich mit ins YouTube-Video einblenden. Tu ich doch. Was? Wieso sieht man den nicht? Das fällt mir jetzt auf nach über 2 Stunden. Der ist die ganze Zeit, habe ich den hier. Den hier nicht. Warte mal. Ja, weil... Oh nö, ich habe das nicht aktiviert, dass Sam ist. Wieso bin ich da so special gerade? Wir haben übrigens vergessen, den Weg vom Öl zum Dings zu bauen. Ich habe das mal gerade nachgeholt. Von wo? Von der Ölplattform zum Tiefseekontor. Wir hatten nie eine Ölplattform da stehen. Auch schon die ganze Zeit. Hast du die gebaut? Als du den Konto gebaut hast, habe ich die direkt gebaut. Achso, ich habe mich noch ein Stromkraftwerk gebaut und wollte eigentlich uns da die Seetankanlage machen. Ja, ich wollte aber jetzt erstmal Öl mit abbauen. Ach so, ja. Und dann darfst du mir auch die Schuld nicht geben, dass es mir nicht auffällt. Leute, wir reden einfach nicht weiter übers Nageln, okay? Der Chat ist aber immer noch nicht da. Irgendwie sind nicht alle Tycooner bei... Ist, welcher Chat? Ach so, ja. Ja, ist, ja. Das Problem ist, dass die Ingenieurhäuser fast alle leer stehen, weil wir denen ja keinen Biokost durchgehend anbieten können. Warnung. Na komm, wieder 2 Leute und wir haben die Angestellten wenigstens wieder auf vollem Mann besetzt. Da fehlten auch etliche.